Im Europapark darf sich endlich wieder gegruselt werden, denn nach langen Renovierungsarbeiten hat jetzt auch endlich wieder das Geisterschloss für euch eröffnet. Melli und ich waren direkt am ersten Tag vor Ort und haben die neue Attraktion für euch getestet. Und darüber möchte ich in diesem Video mit euch sprechen. Wir überprüfen, was ist denn alles genau anders an dem Geisterschloss 2.0. Neben diesem ganzen Gequatsche rund um den Ride gibt es natürlich auch Bilder aus dem Europapark. Wir gucken uns zusammen den Wartebereich an und natürlich gibt es in diesem Video auch das obligatorische On-Ride- bzw. Mitfahrvideo. Also gruseln, dranbleiben und nach dem Intro geht's los. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier bei der Funtime Arena und tatsächlich geht es in diesem Video heute mal um das Geisterschloss. Die Kultattraktion, wenn man so möchte, im Europapark, der klassische Dark Ride Geisterschloss, hat ja eine neue Version bekommen. Es wurde geupdatet und ich weiß noch in einem Video, es muss irgendwie um die Halloween-Zeit oder auch im Winter gewesen sein, da haben wir, Melli und ich, in einem Vlog mal gesagt, fahrt am besten nochmal das Geisterschloss, weil... Ja, das Geisterschloss wird für eine bestimmte Zeit geschlossen werden, weil man daran arbeiten würde. Und ja, das, was wir damals als Info bekommen haben oder was uns zugetragen worden ist, war halt einfach, dass man den Brandschutz ein bisschen erneuern wollte und hier und da vielleicht neue Wände mal hochziehen wollte, aber sonst der Ride so bleiben sollte, wie er ursprünglich jetzt auch war. Und irgendwann gab es dann im Internet mal so ein paar Skizzen von so ein paar Szenen, die komplett anders aussahen. Das war sogar auf der offiziellen Europapark-Seite. Da dachte ich so, hä, Moment, das gibt's doch so gar nicht bei dieser Attraktion. Ja, und dann hieß es nachher, ja, es könnte vielleicht sein, dass doch die ein oder andere Szene ganz wenig minimal da mal verändert wird. Ja, und jetzt hat das Geisterschloss praktisch nach diesen Umbauarbeiten wieder geöffnet und es ist einfach eine komplett neue Attraktion. Wir sprechen in Ruhe gleich darüber, was alles neu ist beim Geisterschloss. Das Geisterschloss hat jetzt auch einen neuen Namen, denn es heißt jetzt Castello di Medici, nur noch mit dem Untertitel praktisch Geisterschloss. Und bevor wir aber jetzt darüber reden, würde ich vorschlagen, ihr schaut euch das Ganze mal an. Wie gesagt, Melli und ich, wir waren direkt am ersten Tag dort vor Ort. Wir sind auch in der ersten Stunde direkt dann das Geisterschloss gefahren. Sollte dann halt an einem Tag auch machen, wo wir im Park waren. Und dann verzögerte sich das irgendwie alles. Man sagte dann nachher, standen da ein paar Mitarbeiter, die sagen, ja, so zwischen 12 Uhr soll es dann aufmachen. Es gab aber dann genügend Fans, die dann halt schon von 9 Uhr praktisch an vor den Toren vom Geisterschloss standen und warteten in der brüllenden Hitze, dass es dann aufgemacht hat. Und ja, es wurde nicht 13 Uhr, zum Glück war es dann halt doch ein bisschen früher, wo das Geisterschloss geöffnet hat. Und wir waren einer der ersten praktisch nach den ganzen Pressevertretern, die dann halt in das Geisterschloss rein durften. Und ich würde sagen, ihr schaut euch das jetzt erstmal an. Ich habe natürlich da ein bisschen mitgefilmt, sodass ihr halt auch mal ein paar Eindrücke habt. Wir gehen komplett jetzt zusammen durch den Wartebereich. Wir sehen auch die Pre-Show. Ja, die Pre-Show gibt es auch wieder oder noch, muss man sagen. Aber auch ein bisschen anders als vorher. Und dann seht ihr erstmal auch die Mitfahrt. Und wenn ihr das alles gesehen habt, was es jetzt im Europapark zu bestaunen gibt, wie das Geisterschloss jetzt praktisch aussieht, dann melde ich mich nochmal und dann reden wir gemeinsam über das, was ihr gesehen habt und das, was Melli und ich erlebt haben und ja, was praktisch das neue Geisterschloss so ausmacht. Also erstmal Film ab und viel Spaß und gleich sehen wir uns wieder. Yeah.
Yeah.
für uns wird der Aufstieg gut sein. Geht auf sie, ein Stein, verlasst eure Lieder. So, das waren jetzt also erstmal die Eindrücke von der Eröffnung von dem neuen Geisterschloss und die Mitfahrt des neuen Geisterschlosses. Ich nenne es jetzt ab heute dann auch Castello de' Medici und nicht mehr Geisterschloss. Ja, also wenn ihr jetzt zum ersten Mal diese Attraktion gesehen habt und ihr schon regelmäßig im Europapark zu Gast wart, dann wisst ihr, dass diese Attraktion komplett anders ist als das, was dort vorher stand. Es ist immer noch eine Geisterbahn und es ist immer noch eine Geisterbahn für die gesamte Familie. Ich würde es gar nicht tatsächlich als eine richtige Geisterbahn bezeichnen, sondern es ist vielleicht ein düsterer Dark Ride, der aber für die ganze Familie halt ist. Da muss sich keiner Gedanken machen und muss keine Angst haben, da mitzufahren. Ich sehe es halt immer wieder, dass halt Kinder in der Station oder im Wartebereich anfangen zu heulen, weil sie Angst haben, was das denn jetzt ist, weil es doch schon ein bisschen gruselig und bedrückend halt alles wirkt. Aber da könnt ihr eure Kinder auf jeden Fall beruhigen und ihr habt es ja jetzt auch gesehen, es ist auf jeden Fall ein Dark Ride, eine Themenfahrt für die ganze Familie. Es ist natürlich ein bisschen düsterer an der Geisterbahn angelehnt, aber es hat keine Scare-Actor und es ist, glaube ich, alles noch im Rahmen und kann von jedem halt gefahren werden. Ja, also, wie eben schon gesagt, bin nicht davon ausgegangen, dass es halt so eine krasse Veränderung geben sollte bei dem Geisterschloss, beziehungsweise bei Castello de' Medici. Ich muss mich dran gewöhnen, das jetzt immer so zu nennen. Aber es ist doch schon wirklich beachtlich, was man da gemacht hat. Und ich habe halt immer gefragt und ich habe immer gedacht, Mann, warum dauert das denn jetzt so lange, dass man jetzt, bis man das Geisterschloss eröffnet, man hat natürlich Voltron und all das jetzt in dieser Saison neu gehabt. Man hat auch in Österreich natürlich ja viel gemacht. Die Wasserbahn wurde neu eröffnet und der Alpenexpress ist wieder da. Aber da hat man neue Achterbahnen aufgebaut, ne, und einen neuen Themenbereich geschaffen praktisch. Aber dann dachte ich so, ja, aber für Brandschutz dann so lange braucht man für so einen schon bestehenden Dark Ride. Und dann wurde es mir natürlich klar, als ich zum ersten Mal damit gefahren bin, dass es auch seine Gründe hat, weil es ist halt, wie gesagt, ein komplett eine komplett neue Attraktion. Ja, und diese Attraktion tatsächlich hat jetzt auch ein richtiges Thema. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alte Geisterschloss kein Thema hatte, aber für mich waren das halt immer so Szenen, die wahllos zusammengesetzt worden sind, aber für mich keine Geschichte ergeben haben. Also es ist sowieso bei vielen Attraktionen in Freizeitparks so, wenn man sich da nicht mit beschäftigt und da nicht schon mal noch ein bisschen was zu gelesen hat, dann kann man eigentlich so einer Geschichte sowieso nie so richtig folgen. Ich weiß auf jeden Fall, im alten Geisterschloss ging es da ja auch irgendwie um eine Frau, wo man immer im Hintergrund hört, verlass mich nicht und weiß ich was. Und am Ende wurde sie dann halt wohl geköpft, weil da stand ja dann so ein Henker mit dem Kopf von dieser Frau und diese Frau kam immer mal wieder auf. Aber die richtige Geschichte darunter oder dahinter, die war mir nie irgendwie klar. Und jetzt haben wir eine Geschichte und diese Geschichte wird halt auch vermittelt
mit ganz vielen Dingen. Einmal natürlich auch mit dem Text, den man jetzt auf der Europapark-Webseite findet, zu der Attraktion. Da heißt es nämlich, in kleinen Gondeln werden die Gäste durch den Palast gefahren. Überall sind gespenstische Stimmen und schaurige Gestalten zu sehen. Zudem treibt Lorenzo hier sein Unwesen, dessen Geschichte auf die historische Figur der frühen italienischen Renaissance, Lorenzo de Medici, basiert. Lorenzo will sich an der verräterischen Familie Pazzi rächen und kommt in den Besitz einer alten Steintafel mit seltsamen Symbolen und ausgeprägten Schriften. Ihr habt ja gerade eben auch das Onward gesehen, da habt ihr auch diese Steintafel gesehen. Der Text, der in einer unbekannten lateinischen Sprache verfasst ist, verspricht jedem, der seiner Anweisung folgt, ewiges Leben. Er richtet sein ganzes Leben danach aus, diesen Plan zu verfolgen. Was er dabei erlebt und ob er es am Ende schaffen wird, dem Tod zu entkommen, erfahren die Gäste während der 4 Minuten langen Fahrt im Dark Ride. Also so viel erstmal zu der Geschichte vom Castello di Medici. Und Europa Park ist ja auf jeden Fall bekannt, schon jetzt seit vielen, vielen Jahren Storytelling zu betreiben. Noch krasser, als es damals halt war. Vielleicht ja mit Piraten in Batavia fing das dann halt so nochmal an, auf eine andere Ebene zu gehen. Und auch diese Geschichte vom neuen Geisterschloss ist praktisch im ACE-Universum zu finden. Also es gibt ja den Adventure Club of Europe, wo dann halt die Geschichten von den ganzen Attraktionen sich irgendwie verbinden. Ja. Es gibt diesen Adventure Club Europe, egal ob das jetzt Voltron ist oder Piraten in Batavia oder halt aber auch das Voletarium. Viele Attraktionen zählen dann halt praktisch zu diesem Adventure Club of Europe und auch das Geisterschloss gehört jetzt dazu. Ja, für alle Fans, die halt sehr lange und oft schon im Europapark waren, ich weiß, auch vor der neuen Thematisierung gehörte das Geisterschloss schon zum ACE, das hat man irgendwann dazugezählt. Aber jetzt ist natürlich die Geschichte und all das noch viel runder, als es jetzt vorher dann halt war. Und es ist nicht nur so, dass man halt einfach so einen Text auf der Webseite dann halt präsentiert, um halt so ein bisschen mehr von dieser Attraktion zu erfahren, sondern es gab schon im Vorfeld, vor der Eröffnung vom Geisterschloss, einen Kurzfilm, den man auf VJoy, das ist ja die Videoplattform vom Europapark, dann kostenlos sehen konnte. Es ist ein Kurzfilm, der ungefähr 5 Minuten lang geht und auch dort gibt es dann nochmal einen Text zu dieser ganzen Geschichte. Ich würde euch auf jeden Fall diesen Kurzfilm empfehlen, weil das nicht einfach so ein kurzer Film ist, der halt einfach mal so dir nichts gedreht worden ist. Dieses Ding ist wirklich mega aufwendig produziert worden, deswegen schaut euch das gerne an. Und dort heißt es dann halt auch nochmal, Florenz 1849, die Medici galten einst als eine der mächtigsten Familien der Stadt. Doch es heißt, ihr Reichtum beruht auf schwarze Magie. Lorenzo de Medici soll in einem düsteren Ritual unschuldige Seelen geopfert haben, um selbst unsterblich zu werden. Man sagt, die Toten finden keine Ruhe und suchen das Castello de Medici jede Nacht heim. Seit über 300 Jahren wagt sich niemand mehr in das verlassene Schloss. Eine unerschrockene Forscherin des Adventure Club of Europe glaubt nicht an solche Gespenstergeschichten und macht es sich zur Aufgabe, das Geheimnis zu lüften. Darum geht es dann halt so ein bisschen im Film, aber da gibt es dann halt auch nochmal so ein bisschen mehr Information praktisch zum Castello de Medici. Und ja, wenn man das halt alles schon so ein bisschen gelesen hat, dann wird halt aus diesem Ride ein Schuh draus. Wenn man das nicht gelesen hat, so ist es halt bei vielen Themenfahrten, dann weiß man von vorne bis hinten nicht, was soll das Ganze. Man versucht natürlich in diesen Szenen diese Geschichte dann wieder zu spiegeln, aber man muss sich doch wirklich auch bei anderen Attraktionen meistens immer noch mal so ein bisschen einlesen, damit man weiß, um was es da halt geht. Ja, also es ist auf jeden Fall deutlich erkennbar, dass sich da was geändert hat. Es ist nicht mehr die Attraktion, die es vorher war. Ich sagte es jetzt schon ein paar Mal. Die Fahrt folgt jetzt praktisch komplett dieser Geschichte. Vorher war es für mich, wie gesagt, nicht erkennbar. Es waren natürlich auch ältere Animatronics, die man halt so auch so ein bisschen aus Richtung Geisterbahn kannte. Man hat das irgendwie komplett vollgestopft. Hier noch ein Gespenst rein, da noch was. Und die sahen auch alle komplett unterschiedlich aus. Es wirkte, wie gesagt, immer ein bisschen zusammengewürfelt. Jetzt hat man da halt auf jeden Fall einen roten Faden, obwohl man auch da wieder sagen muss, und das ist ja auch wieder typisch für einen Europapark, dass man auch alte Dinge aus
alten, älteren Attraktionen in neuen dann halt wiederbelebt, ne? Art Easter Eggs, natürlich gibt es dort halt auch in der neuen Version ältere Animatronics, die halt vielleicht auch ein bisschen anders gestalten worden sind, aber die es halt auch immer noch gibt. Und wie gesagt, Easter Eggs gibt es auch und Anspielungen zu der alten Fahrt praktisch. So sieht man zum Beispiel das Folterrad, wo so ein Skelett die ganze Zeit rumgedreht worden ist. In der alten Version, vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Szene auf der rechten Seite, findet man halt auch in einer Szene zum Beispiel in der neuen Version halt wieder. Außerdem gibt es weitere Anspielungen. Natürlich muss auch wieder eine Anspielung zu den Max halt sein. Im Wartebereich gab es ja da immer so Bilder von Happy Family, weil Happy Family ja auch irgendwo so aus von Max stammt. Die sind natürlich auch komplett weg. Übrigens komplett Happy Family fand man ja dann mal im Ride komplett weg. Und da, wo halt praktisch damals diese Bilder sind oder waren, gibt es jetzt zum Beispiel ein Bild von Michael Mack als Papst. Da halt wie gesagt dann auch wieder ein Hidden Mug irgendwo. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir gefällt die neue Attraktion sehr und auch wie das Ganze aufgebaut ist, die ganzen Szenen, sehr, sehr cool. Aber ich muss halt auch wieder sagen, auch bei dieser Attraktion sehe ich hier und da etwas Disney. Wenn ihr Phantom Manor zum Beispiel schon mal gefahren seid, dann seht ihr da vielleicht schon so ein bisschen die Vergleiche. Damals gab es halt auch schon so ein bisschen einen Vergleich mit dieser Kugel, die es damals gab. Die gibt es ja auch bei Phantom Manor irgendwo, vielleicht auch in einer anderen Art und Weise. Aber so eine Kugel wie bei Phantom Manor gibt es jetzt in diesem neuen Ride halt auch. Außerdem gibt es halt ja diese Spiegel, an dem man vorbeifährt, wo man dann halt in der Mitte von dem eigenen Wagen dann halt auch nochmal ein Monster oder ein Geist sieht. Und das gibt es natürlich bei Phantom Manor in Disneyland auch oder auch generell in den Disney Parks. Es gibt ja nicht nur Phantom Manor, sondern es gibt ja auch da verschiedene Versionen bei Disney. Und auch diese Szene mit dem Kamin erinnert mich ein bisschen so an Phantom Manor. Und natürlich ist es viel düsterer und auch da ist wieder für mich so ein bisschen der Vergleich zu Phantom Manor, weil da halt auch Phantom Manor einfach von dieser Dunkelheit komplett lebt. Ich weiß, es ist ein Dark Ride, trotzdem können Dark Rides auch sehr gut mit Licht bestückt sein, um halt komplette Szenen da halt zu sehen. Phantom Manor ist für mich immer ein Stück zu düster und man erkennt da halt in manchen Szenen wirklich sehr wenig. Und auch beim Geisterschloss finde ich, in manchen Szenen, gerade auch wenn der Wagen sich dreht, hat man es jetzt extra noch mal ein bisschen dunkler gemacht. Ja, auch die Pre-Show wurde angepasst, ihr habt es gesehen. Auch dieser Wartebereich, ich hatte jetzt auch schon erwähnt, dass es da halt ja zum Beispiel diesen Michael Mack als Papst gibt, als Bild, die ältere Animatronic, die halt in diesem ersten Raum im Wartebereich halt zu sehen ist, die ist auch da, die ist ja auch irgendwann nachgekommen, so alt ist sie gar nicht tatsächlich, da hat man aber auch noch ein bisschen was dran gemacht, aber diese Animatronic ist halt noch da, auch an den Wänden und so an der Thematisierung hat sich hier und da überall was getan, ich glaube an der Decke halt auch und natürlich die Pre-Show, gibt es halt einen neuen Sprecher, es gibt eine neue Musik dabei und einen neuen Text, was natürlich dann auch ein bisschen dann halt dem neuen Ride halt passt, aber diesen Effekt, dass es rappelt und dass man denkt, man fährt nach unten, den gibt es natürlich immer noch, das ist natürlich da auch die Pre-Show und das erinnert mich natürlich auch wieder an Disney. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles sehr cool, aber ich war dann auf der einen Seite sehr überrascht, wie gesagt, dass es halt so viel Neues ist, aber auf der anderen Seite auch so geschockt, weil der alte Ride war halt natürlich ein Klassiker, muss man ganz ehrlich sagen. Und nicht nur die einzelnen Szenen, sondern natürlich auch die Musik, die da gespielt worden ist. Ich erinnere mich halt auch an diese Friedhofsszene mit diesen Figuren, die dann da halt projiziert wurden. Und die dann gesungen haben, auch das war ja auch wieder so ein bisschen Richtung Disney damals, die sind komplett weg, aber das sind halt so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar Sachen, wo ich halt sage, das fehlt mir im neuen Ride natürlich schon, natürlich lebt dieser neue Ride von der Geschichte, aber wenn man halt so viele Jahre diesen alten Ride halt hatte,
dann prägt sich das natürlich auch ein. Und es gab natürlich auch CDs mit diesen Musikstücken und all das. Das ist halt schon schade, dass es weg ist. Natürlich hört man hier und da auch diese Klänge des alten Rides halt raus. Das ist ja auch wieder typisch Europa-Park, dass man nicht alles komplett über den Haufen wirft. Aber so die Szenen sind halt wirklich komplett neu. Und da ist es halt komplett anders als damals. Und ja, da ist mir einfach erstmal bewusst geworden, du hättest vielleicht noch ein, zwei Mal den alten Dark Ride fahren sollen und dann halt wirklich das nochmal komplett genießen sollen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Brett, was man da jetzt hingestellt hat. Ich war sehr, sehr überrascht und ja, es ist eine wirklich tolle Attraktion. Für mich im Großen und Ganzen alles sehr stimmig. Ja, nur, dass man halt so ein bisschen so eine Wehmutsträne hat und diese Sachen aus dem alten Geisterschloss nicht mehr sehen kann jetzt logischerweise. Es wird auf jeden Fall auf diesem Kanal auch nochmal ein Vergleichsvideo in den nächsten Tagen geben, also lasst da auf jeden Fall mal das Abo da, falls euch das interessiert, dann werdet ihr beide Mitfahrten nochmal nebeneinander sehen können. Das könnt ihr euch dann, wie gesagt, anschauen. Mir ist dabei aufgefallen, das Video habe ich nämlich schon geschnitten, dass die neue Version ein Ticken länger ist und die Fahrt ein paar Sekunden länger halt ist als die alte. Jetzt weiß ich nicht, woran das liegt. Die Strecke ist natürlich dieselbe. Es kann natürlich sein, dass man halt das etwas entzerrt hat und vielleicht das Ganze etwas langsamer fahren lässt, sodass man halt doch ein bisschen mehr von den Szenen halt hat, weil doch im alten Dark Ride, im alten Geisterschloss es dann doch schon mal ziemlich ruppig war, dass man halt schnell in die andere Richtung halt sich gedreht hat und dann halt, wenn man dann zum Beispiel zum ersten Mal gefahren ist, dass man da halt gar nicht so alles auf einen Blick sehen konnte. Vielleicht hat sich da, wie gesagt, ein bisschen was geändert. Es kann halt aber auch andere Gründe haben, ich weiß es nicht. Die Strecke ist halt von der Länge auf jeden Fall dieselbe. Aber bei meiner Mitfahrt war es so, das Video war von Einsteigen, also bis von der ersten Szene halt reinfahren, bis wieder in der Station sein, ein paar Sekunden, 10, 20 Sekunden ungefähr länger als die alte Version. Das seht ihr dann halt auch in diesem Vergleichsvideo. Ja, lasst mir noch mal gerne in den Kommentaren eure Meinung zu dem Ganzen da, wie euch das alles gefällt. Normalerweise kennt ihr das ja, dass wir solche Videos von vor Ort machen. Bei diesem Mal war es halt wirklich Zufall, dass wir tatsächlich an diesem Tag auch im Europapark waren. Wir waren mit der Familie da, deswegen haben wir da halt auch nur das On-Ride gefilmt. Und das, was es eigentlich ja immer vor Ort gibt, dass wir direkt unsere Meinung sagen, das gibt's jetzt oder gab es jetzt hier in diesem Video im Nachgang. Ich hoffe, das hat euch trotzdem gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder in einem neuen Video hier bei der Phantom Arena. Dann vielleicht auch wieder von vor Ort irgendwo. Und wie gesagt, lasst gerne eure Meinung und ja, eure Gedanken zu dem Castello de' Medici gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da, falls es euch gefallen hat. Und auch natürlich das Abo, um nächste Videos hier bei der Phantom Arena nicht zu verpassen. Also, danke fürs Zugucken und ja, bis demnächst. Tschüss.